Geburtstag spirituell. Wie kannst du deinen Geburtstag gut feiern vom spirituellen Standpunkt aus? Welche Bedeutung kann Geburtstag haben für den Beginn deines neuen Lebensjahrs? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu ein paar Anregungen zum Geburtstag. Ich weiß nicht, ob heute dein Geburtstag ist oder von jemand anders oder der Geburtstag bald kommt. Oder du einfach diesen Vortrag jetzt anhörst, einfach weil es jetzt irgendwo der nächste Vortrag in dieser Vortragsreihe ist. Der Geburtstag, der Tag des Geburtstags, ist astrologisch von besonderer Bedeutung. Vom Astrologischen her wird beim Geburtstag die Sonne über den gleichen Ort im Horoskop gehen, wie die Sonne war, als du geboren wurdest. Und so ist das wie ein neuer Beginn eines neuen Sonnenzyklus. Und da die Sonne etwas damit zu tun hat, wie du dein Leben lebst, ist eben ein Lebensjahr schon eine geschlossene und wichtige Zeiteinheit. Und wann immer du etwas Neues beginnst, ist es auch wichtig, wie du es beginnst. Wie etwas weiter ausgehen wird und wie sich es entwickeln wird, wird auch beeinflusst davon, wie du es beginnst. Und so ist es gut, dass du deinen Geburtstag spirituell beginnst. Und mein Tipp wäre, zelebriere deinen Geburtstag besonders spirituell. Wenn du Geburtstag hast, am Morgen, wenn du aufwachst, mache das, was ich dir ja empfehle beim Aufwachen. Sprich ein Gebet, schon bevor du aus dem Bett gehst. Schaue Swami Shivananda an, Swami Vishnadevananda, wer immer dein Meister ist, schaue ein Bild des Göttlichen an. Einen Moment bete und bitte für das neue Lebensjahr. Bitte darum, dass du ein segensreiches Jahr hast. Nimm dir dann auch vor, dass du in diesem Lebensjahr viel praktizieren wirst, dass du dieses Lebensjahr besonders gut verbringen wirst, um spirituell zu wachsen. Bitte um Kraft dafür. Dann als nächstes kannst du zum Beispiel das Om Triambakam Mantra wiederholen. Wiederhole das Om Triambakam 3-mal, 9-mal, 27-mal, 54-mal oder 108-mal. Und wenn du das Om Triambakam wiederholst, kannst du es dreifach im Sinn wiederholen. Aber zunächst wiederhole es für dich selbst. Bitte für dich selbst um Heilung und Gesundheit. Dann der zweite Teil des Om Triambakam. Bitte darum, dass du eine positive Kraft sein mögest in den Menschen oder für das Leben der Menschen, mit denen du in Kontakt kommst. Bitte darum, dass du eine Lichtenergie hast, eine Heilenergie. Und bitte darum, dass du diese Heilenergie gut ausstrahlen kannst. Und im letzten Teil des Om Triambakam Wiederholens stelle dir vor und bitte darum, dass Licht in die ganze Welt ausstrahlen möge, dass in deinem neuen Lebensjahr mehr Licht in die Welt kommen möge. Ich werde jetzt gerade 3-mal das Om Triambakam wiederholen und dann noch weitere Tipps geben. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadhanam Urvarukameva Bandhanan Mrityor Mukshyamam Ritat. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadhanam Urvarukameva Bandhanan Mrityor Mukshyamam Ritat. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadhanam Urvarukameva Bandhanan Mrityor Mukshyamam Ritat. Dann übe an deinem Geburtstag besonders viel spirituelle Praktiken. Das heißt, übe etwas mehr Meditation, übe etwas mehr Asanas, übe etwas mehr Pranayama. Und du könntest auch ein Buch nehmen, zum Beispiel Swami Shivanandas Buch Inspiration und Weisheit. Und du könntest Swami Shivananda bitten, dass etwas aufschlägt, was vielleicht ein besonderes Thema in diesem Lebensjahr sein wird. Wenn irgend möglich, überlege entweder am Geburtstag oder am Tag vorher, was hast du im letzten Lebensjahr gelernt? Was hast du gemacht, um spirituell zu wachsen? Welche schönen Erfahrungen hattest du? Was war wichtig?
Was war vielleicht, was nicht so gut war? Was du vielleicht im nächsten Lebensjahr besser machen willst? Nimm dir, fasse Vorsätze. Was willst du im neuen Lebensjahr in spirituellen Praktiken üben? Welche ethischen Grundsätze willst du mehr umsetzen? Woran willst du an deinem Charakter arbeiten? Was willst du vielleicht Gutes bewirken? Wo willst du deine Fähigkeiten entwickeln und kultivieren? Es ist gut, diese Dinge dir bewusst vorzunehmen und dann um Gottes Segen zu bitten. Mache das am Ende deiner Meditation oder Asanas oder Pranayama oder separat. Aber nutze deinen Geburtstag für neue Vorsätze und Überlegungen. Und dann gibt es unterschiedliche Weisen, Geburtstag zu zelebrieren. Ich kenne manche Menschen, die sind Geburtstagsflüchtlinge. Sie wollen mit niemandem sprechen und vielleicht sind sie sogar am Geburtstag ganz weg oder schweigen. Andere feiern es und lassen es feiern. Oft ist es schön, den Geburtstag mit anderen zu feiern. Geburtstag ist ja ein Sonnentag und Sonne ist Ausstrahlen und Licht. Und so ist oft gerade Geburtstag auch ein Tag, den man mit anderen begehen kann. Aber eben auch nicht muss. Eventuell kannst du den Tag im Ashram verbringen, so einrichten, dass du an einem Geburtstag im Ashram bist und so alles tust, was irgendwo gut für dich ist, sodass sich das im neuen Lebensjahr weiterentwickelt. In jedem Fall, bevor du einschläfst, bleibe noch mal einen Moment vor dem Altar sitzen, eventuell meditiere nochmals, wiederhole ein paar Mantras, lies nochmal in einem Buch von Swami Shivananda oder einem anderen spirituellen Buch. Danke für den schönen Tag und bitte um Segen für das neue Lebensjahr. Vertraue alles an und sage dann Narayana iti samapayami. Was auch immer ich tue, oh Gott, ich bringe es dir dar. Und was auch immer ich erlebe, ich weiß, es wird mir von dir geschenkt. Ich bin bereit für alles, oh Gott, was du mir geben willst im neuen Lebensjahr, und ich bitte um Hilfe und Führung. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shavishnadevananda Maharaj Ki Jai.